Heute Morgen kamen wieder 400 Menschen mit einem Sonderzug in Schönefeld an. Und jetzt an diesem Abend werden noch mal 450 erwartet. Die Aufnahmestellen im Land sind voll und auch die Unterkünfte in den Kommunen. Und doch muss man irgendwie Platz schaffen für die Flüchtlinge, die an diesem Wochenende nach Brandenburg kommen. Private Angebote, die gibt es auch. Die müsste jeder Landkreis dankend annehmen. Doch so einfach scheint es nicht, wie das folgende Beispiel zeigt. Tim Jäger über die Initiative von Geschwistern, deren elterliches Haus im Spreewald noch ein paar Zimmer frei hat. Schulschluss. André Thorhauer braucht knapp 10 Minuten von Lübbenau ins heimatliche Eisdorf. Gute Lage, ruhig und ein Haus, in dem noch viel Platz ist. Zusammen mit seinen älteren Geschwistern hat der 19-Jährige das Haus vom Vater übernommen. Und die Familien-WG hat noch Raum. 2 Zimmer, separat gelegen, mit eigenem Bad. Also dachten sich die Geschwister schon im Frühjahr, wir nehmen Flüchtlinge auf. Das Nachbardorf Kittlitz war damals wegen Protesten gegen eine Asylunterkunft in den Schlagzeilen. Dann kam uns die Idee, warum wir nicht selber Flüchtlinge aufnehmen können. Warum wir nicht unsere Zimmer, die wir zur Verfügung haben, zur Verfügung stellen können, um Flüchtlinge aufzunehmen und zu betreuen. Uns geht es halt um die persönliche Pflege oder den persönlichen Kontakt zu den Flüchtlingen, dass wir die unterstützen können in alltäglichen Sachen, dass sie merken, die haben ja auch Freunde oder Leute, die hinter ihnen stehen. Der Kreis hat Wohnraum sogar per Zeitungsanzeige gesucht. Schon wenige Tage nach der Erstaufnahme könnten Flüchtlinge auch in private Unterkünfte. Dennoch, dem Angebot folgt ein Hin und Her mit der Kreisverwaltung. Und dann waren sie erst begeistert, haben sich gefreut, haben eine Frau vom Integrationsamt hergeschickt. Die hat sich unseren Wohnraum angeguckt, hat gesagt, das könnte passen. Und dann hat es eigentlich aufgehört. Dann hat sich alles noch im Kreis gedreht und wurde angerufen. Dann hieß es, ja, wir besprechen das nochmal. Wir haben gerade keine Flüchtlinge, jetzt müssen wir es nochmal besprechen. Es kam halt nie eine wirkliche Rückmeldung, ob unser Wohnraum überhaupt geeignet ist oder nicht geeignet ist. Senftenberg, Kreisverwaltung. Ein Fachamt für Flüchtlinge mit 13 neuen Stellen ist im Aufbau. Eine Koordinierungsstelle für Unterkunftsangebote geplant. In der vergangenen Woche hat der Kreistag bürokratische Hürden abgebaut. Die Mitarbeiter sind engagiert, sagt der Sozialdezernent. Aber derzeit ist man hier personell einfach überfordert mit der Flüchtlingsverteilung. Im Moment ist es wirklich so, dass man eine sehr, sehr große Zahl an Menschen hat, die Woche für Woche dann in den Landkreis kommen, diesen unterzubringen. Und das ist natürlich dann zwingenderweise so, dass man sich gerade nach größeren Unterkünften umschaut. Da sind wir sehr intensiv dran, aber Schwerpunkt Wohnungen bleibt bestehen. Nun, davon merken Sie noch nichts. Dem Kreis lag Ihr Angebot übrigens schon vor dem großen Flüchtlingsstress vor. Doch damals hat man das Ganze wohl noch nicht ernst genommen, meinen die Geschwister, und wollen notfalls bis zum Landrat gehen. Weil wir unbedingt helfen wollen. Wir wollen zeigen, dass wir für ein buntes Deutschland sind. Doch bis heute gibt's von der Kreisverwaltung keine Signale.